Was ist die gefährlichste Submission im BJJ? Da müssen wir uns fragen, nach welchen Gesichtspunkten wollen wir das betrachten? Ich möchte zwei primäre Gesichtspunkte erläutern. Zum einen am gefährlichsten im Sinne von aus Versehen jemanden verletzen und zweitens am gefährlichsten im Sinne von, was ich absichtlich jemandem antun kann. Gut, die gefährlichste Submission für versehentliche Verletzungen sind vermutlich Heelhooks. Die meisten hier werden das nicht kennen. Heelhooks ist ein Fersenhebel. Also ich klemme den Fuß von jemandem unter meinen Arm ein und dann drehe ich an der Ferse. Und das spürt ihr vielleicht ein bisschen an den Außenbändern, aber wenn ich weit genug drehe, was dann als erstes kaputt geht, ist dein Kreuzband. Und das Kreuzband hat keine Schmerzrezeptoren und keine Spannungsrezeptoren. Du fühlst also möglicherweise gar nichts. Wenn du etwas fühlst im Knie, sind das eher die Außenbänder oder etwas hier, wo du Spannungen fühlst, aber nicht innen. Also eine Art des Heelhooks, zack, kann den Kreuzbandriss aus Versehen machen. Mega schnell, mit mega kleiner Bewegung ansetzen. Bisschen zu weit, bupp. Passiert leider viel zu häufig in Gyms, wo die Leute nicht sehr vorsichtig miteinander sind oder wo die Leute zu viel Ego ins Training bringen. Die gefährlichste Verletzung, was man absichtlich machen kann, ist, BJJ beinhaltet haufenweise Würgetechniken. Sämtliche Würgetechniken sind potenziell lebensbeendend. That's it. Gefährlicher geht's nicht. Wenn ich jemanden würge, dann kann ich theoretisch einfach den Würgegriff so lange halten, bis der Mensch nicht nur ohnmächtig wird, sondern sein Leben beendet ist. Es gibt keine gefährlicheren Techniken als Würger, keine potenziell schädlicheren Techniken in der Kampfkunst als Würgetechniken. Es gibt noch Techniken, wo das schneller gehen könnte, wo ich mit Neckcranks auf das Genick gehe, aber auch dort, die Folge ist ja dann die gleiche. Wenn jemand nicht mehr lebt, das ist die ultimativ schädigende Handlung. Das sind also zwei der gefährlichsten Techniken im BJJ.